Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain Bird in der Move Edition. Wir sind jetzt gerade irgendeine Frau und ich glaube, es ist Ethans Ex-Frau oder was? Wir schauen einfach mal. Wir setzen das Spiel mal fort. Wir haben Mittwoch, 2.44 Uhr, 39,73 mm. Der Fernseher zeigt nur Schnee. Und ich weiß nicht, wie hieß sie denn? Clarice? Nee. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie hieß. Es ist die nicht. Wer ist das? Hallo. Bei dem blöden Fernseher aus, der nervt. So, was haben wir noch? Es ist 10 vor 3. War nicht eben eine andere Uhrzeit? Oder stehen wir mal auf? Jo, du bist müde. Wenn ich mich mit etwas beschäftige, schlafe ich vielleicht ein. Vielleicht aber auch nicht. 2.47 Uhr. Immer zur gleichen Zeit. Die wacht immer zur gleichen Zeit auf, oder was? Verdammte Schlaflosigkeit. Ich bin hundemüde, kann aber einfach nicht schlafen. Vielleicht Tabletten? Ich sollte die verdammten Tabletten nicht mehr nehmen. Ach so, ich dachte jetzt an Schlaftabletten. Ich muss wirklich schlafen. Wie schwer kann es sein, einzuschlafen? Mir fällt das meistens leicht. Was können wir da können wir uns hinsetzen, oder was? Achso, nee, hinsetzen. Ich wollte mich erstmal ein bisschen umschauen jetzt hier. Dead ass. Ich weiß nämlich gar nicht, wer wir sind und was wir hier machen. Vielleicht ein bisschen Musik. Die bestimmt Copyright geschützt ist. Was sind die alle für schöne Wohnungen? Wohnungen und Häuser, alle sehr, sehr schön. Hätte ich auch gerne. Da kann ich mich auch hinsetzen. Hier kann ich aus dem Fenster gucken. Ah, nee, Licht anmachen. Nee, Licht anmachen, weil wir irgendwie schlafen wollen, ist vielleicht nicht so gut. Ich baue mich auch erst nochmal ein bisschen. Da können wir ins Bett. Ist so cool, wie heißt das denn, wenn da so ein kleines Podest ist? Das würde mich mal interessieren. Da können wir an den PC. Da können wir, weiß ich nicht was, Zeitschriften lesen. Was? Was will mir diese shaky Kamera sagen? Ist hier jemand in der Wohnung? Bitte nicht. Der war ja hier. Können wir da mal hingehen? Ist da jemand? Hallo? Nein, scheinbar nicht. Okay. Kann ja aus dem Fenster gucken. Geil mit den Neon-Buchstaben direkt vorm Fenster. Ist auch kacke. Was ist das, eine freistehende Spüle? What the fuck? Erstmal einen Schluck Wasser. Kleiner Mittag. Hallo? Warum geht das manchmal nicht? Mitternachtssnack? Ich glaube, das Gamepad gibt so langsam den Geist auf. Aber ich habe mal geguckt, die sind schweineteuer. PS3 Gamepads. Was ist das? Okay, scheinbar nicht. Vielleicht ist das die Wohnungstür. Na gut, aus der Wohnung raus will ich ja nun nicht. War das da auch eine Wohnungstür oder nicht? Ach nee, guck mal an. Das Bad, stimmt, das Bad hat gefehlt. Boah, ist das für eine Wohnung? Guck mal, so ein Brunnen in der Mitte vom Badezimmer. Hammer.
Wie cool das ist. Wand. Einzige coole an meiner Wohnung ist der Kamin. Jetzt mal auf Klo. Hallo. Ah, das ist im Bad, ist nochmal eine Toilette, auch noch mit einer Tür. Das ist ja cool. Tut mir leid, liebe Kinder, aber die Kamera hat immer rechtzeitig umgeswitcht. Jetzt müsste ich eigentlich die Hände waschen, egal. So, da haben wir eine Waschmaschine. Hallo? Waschmaschine? Weiß nicht, was ich... Oh nein, Brüste! Nein, ich muss Brüste zensieren! Nein, ich muss Brüste... Oh Gott, so viele Brüste. Da freue ich mich ja drauf. Die Dusche sieht aber eher so aus wie in irgendwie so einer Umkleide im Fitnesscenter oder so. Die ist nicht so schön. Nicht so schön wie irgendwie alles andere hier in der Wohnung. Ich lasse sie noch mal ein bisschen duschen, ne? Oh. Oder auch nicht. That ass. That boobs. Jetzt muss ich erstmal schütteln hier. Wisst ihr Bescheid? Zeigt doch nicht. Die sind schön, die Brüste, ja. Aber für YouTube ist das immer so doof. So, erstmal Höschen an. Ist doch nicht dasselbe jetzt, oder? Nach dem Duschen zieht man sich doch frische Sachen an. So. Kann man da? Ach so. Ich sollte die Tabletten nicht mehr nehmen. Dann werfen wir erstmal eine ein, weil ich gar nicht wusste, was diese Aktion da für eine Reaktion hervorruft. Ja, das sieht gut aus. Kann man machen, junge Dame, kann man machen. So. Was ist das? Achso. Oh, Licht aus und gehen raus. Was hat sie denn? Warum macht sie denn? Oh. Vielleicht deshalb. Der Kühlschrank ist offen. Ich gehe natürlich direkt hin. Wie im schlechten Horrorfilm. Ich war nicht richtig zu, ist wieder aufgesprungen. Da ist jemand. Oh mein Gott. Hier ist jemand in der Wohnung. Ach du Scheiße. Das Telefon auf dem Tisch. Ich könnte Hilfe rufen. Die Tür. Der einzige Weg nach draußen. Wenn ich sie erreiche, habe ich noch eine Chance. Wir müssen zur Tür. Mach auf! Mach auf die Tür! Au! Ah! Oh Gott, das kam viel zu schnell, viel zu kurz! Soll ich denn da reagieren? Warum haben wir nämlich gerade irgendwann in den Hals gesteckt?
Das sind zwei! Ich hab nach oben gedrückt! Ich hab nach oben gedrückt! Was ist denn dein Problem, Spiel? Ich hab doch... Ich drücke doch nach oben! Was will der denn? Warum gibst du da einmal das Rote? Ich hab doch nach oben gedrückt! Wahrscheinlich bin ich ein bisschen schief und der erkennt das da nicht an. Oh nee, es war nur ein Traum. Alter! Ich brauche ein neues PS3 Gamepad. Deiner ist übrig. Ein neues. Boah. Ich drücke nach oben, vielleicht bin ich dann, ist es wie bei Candle, wenn man da auch leicht nicht genau im 90-Grad-Winkel, also nicht genau gerade nach oben macht, dann denkt er auch, man geht in irgendeine Richtung. Boah, ich habe einen neuen Bonus freigeschaltet, das freut mich sehr. Leider ist die gute Frau im Traum gestorben. Mittwoch, 7.31 Uhr, 43,18 Millimeter. Stehen die alle vor Ethans Haus? Und wir haben am Küchentisch geschlafen. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie, sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Okay, es ist 7:30. Vorne raus wahrscheinlich nicht. Ja, können wir hinten raus? Vorne stehen mir, glaube ich, zu viele Leute vor der Tür, wenn ich das eben in dieser Sequenz richtig gesehen habe. So, die Frage, kommt man hier auch irgendwie raus aus diesen Gärten? Da schon mal nicht. Sind ja auch wunderschön eingezäunt hier. Ah, da komme ich aber drüber. So, und da mir jetzt hier dieses Auto da gezeigt wurde, muss ich da vielleicht hin, ja? Ist das vielleicht mein Autochen? Die Origami-Figur in meiner Hand nach dem Blackout. Es ist die gleiche, die der Mörder in die Hände der Opfer legt. Ich habe keine Ahnung von Origami. Ja, das ist halt die Frage, warum kriegt er die auch in die Hand? Ich bin der Origami-Killer. Was? Nein! Die Morde passieren während meiner Blackouts. Ich bin es. Nein, das glaube ich nicht. Das ergibt keinen Sinn. Ich kann es nicht gewesen sein. Ich könnte, würde niemals so etwas tun. Verdammte Reporter, die belagern den ganzen Tag mein Haus. Ich bin fertig. Ich habe heute Nacht kein Auge zugetan. Ich kann ihm nicht wehgetan haben. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Aber was habe ich bloß getan, als er auf dem Karussell war?
Ja, das ist die große Frage. Der Brief könnte etwas mit Shauns Verschwinden zu tun haben. Ich muss ihn der Polizei zeigen. Ich werde alles geben, um zu wissen, wo Shaun gerade ist. Es gibt kein Zurück mehr, wenn ich Shaun etwas angetan habe. Was habe ich mit Shaun gemacht? Ich muss etwas getan haben, aber ich erinnere mich nicht. Ich glaube nicht, dass du... Nein, das glaube ich nicht, dass er damit zu tun hat. Kann ich jetzt hier einfach so relativ unbehelligt zu meinem Auto? Ein Trabant ist da, Mr. Mars! Mr. Mars, stimmt es, dass Ihr Sohn verschwunden ist? Ihr Sohn ist noch am Leben? Wie ist Ihr Sohn genau verschwunden? Mr. Mars! Mr. Mars, bitte, ein paar Worte für ICS. Haben Sie Angst, Ihr Sohn könnte tot sein? Genau, ruf das einem 50 Meter entfernt weit wegfahrenden Auto zu. Das ist eine gute Idee. Ganz ruhig, Ethan, ganz ruhig. Focus. Ich muss es durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Die Gepäckschlitten. Keine Zeit verlieren. Ich muss wissen, was im Schließfach ist. Ich schaffe es nicht. Ich kann kaum atmen. Ich kann nicht weiter. Doch, du kannst weiter. Du schaffst es. Ich schaffe das nicht. Zu viele Menschen. Schaffst es, Ethan. Ethan, du schaffst das. Du bist fast da. Oder du hast einfach mal die Zeit eingefroren. What the fuck? Dad! Halt! Dad! Oh nein, der Luftballon. Oh nein. Jason! Ich hätte umfallen. Geh da mal aus dem Weg. Dad! Jason! Hey! Dad! Ich bin da hinter dir. Jason! Jason! Dad! Jason! Dad! Wo hängst du denn da fest? Jason! Wo hängst du denn da fest? Wir sind da, oder nicht? Wir sind da. Und keiner schert sich darum, weißt du? Wir brechen da zusammen. Niemand ein Scherz. Sind wir auf der richtigen Seite jetzt, oder nicht?
Gepäckschließfächer. Ja. Ja, da möchte ich gerne rein. Warte mal. Die Schließfächer. Ja. Jetzt nur noch das Richtige finden. X. Reihe 18, Fach Nummer 3. Reihe 18, Fach Nummer 3. Entschuldigung, ich bin leicht angetrunken. 1, 8, 9, 2, 12, 13, 16, 17. So. 5, hä? 19. 19, 5. Wie zählen die denn hier? Da, 18. 3. 18. 18. Woher wissen wir den Code? Okay, was ist da drin? Ein Schuhkarton, wahrscheinlich wie bei dem anderen. Ja. Wie bei dem Typen aus dem Supermarkt. Alles gut, Ethan, alles gut. Ethan. Ich warte mal gerade, bis es gespeichert hat, denn wir werden jetzt diese Folge beenden. So, an dieser Stelle werde ich auch meine Aufnahmesession beenden. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Heavy Rain und ich hoffe, ich stelle mich nicht mehr ganz so blöd an. Ich gebe mir ja Mühe. Also, bis zum nächsten Mal bei Heavy Rain mit dem schweren Rainbird. Macht's gut. Tschüsschen!